Für das Motiv verwende ich einen Keilrahmen im Format 40x50 cm und das Acrylics-Pinselset von Habico. Einen schwarzen Filzstift und für die farbliche Ausgestaltung verwende ich Galleria von Winsor & Newton in den Farbtönen Schwarz, Titanweiß, Zitronengelb, Petalogrün, Cadmium Orange, Cadmium Rot, Ultramarinblau und Siena gebrannt. Gleich zu Beginn male ich auf die weiße Fläche des Keilrahmens mit einem schwarzen Filzstift verschieden große Kreise. Ich plane nichts und lasse mich beim Zeichnen der Kreise von meiner Intuition leiten. Obwohl ich jetzt noch keine genaue Vorstellung vom fertigen Bild habe, zeichne ich ganz intuitiv die Umrisse der beiden Sonnenblumen mit dem Filzstift freihändig auf den Keilrahmen. Die Kreise verwende ich dabei als Hilfslinien. Beim Nacharbeiten werden Sie merken, wie einfach das Entwerfen der Blumen mit den Kreisen ist. Bevor ich jetzt mit der farbigen Gestaltung loslege, müssen alle Farben auf meiner Palette verfügbar sein. Ich drücke reichlich Farbe auf die Palette und verwende die Farbe pur, also unverdünnt. Mit dem großen Acrylics-Pinsel tupfe ich Ultramarinblau in die Kreise. Ich arbeite intuitiv und versuche, einige Kreise dazwischen freizulassen. Danach fülle ich die restlichen Kreise mit Rot und Petalogrün. Die Zeichnung mit dem schwarzen Filzstift scheint jetzt immer noch durch die Farbkleckse. Ich kann die Sonnenblume noch gut erkennen. Mit Gelb male ich die Blätter nach und forme so die beiden Blüten. Das Motiv lässt sich jetzt schemenhaft erkennen. Bevor ich weiterarbeiten kann, muss der gesamte Farbauftrag trocknen. Anschließend wird der Farbauftrag des Hintergrundes geglättet. Die verschiedenen Farbtupfer werden jetzt einheitlicher und harmonischer gestaltet. Mit Ultramarinblau, das mit Weiß etwas heller gemacht wird, verschmelze ich die unregelmäßigen Farben des Himmels zu einer Fläche. Mit Orange und Cadmiumrot entsteht ein Gegenpol zum Blau. Wie Sie erkennen können, wird der Hintergrund heller und leuchtender. Jetzt widme ich mich den Blüten, die ja im Bildmittelpunkt stehen und der Blickfang des Motives werden sollen. Mit Orange male ich einen Kreis in der Mitte der Blüte. Die Ränder dunkle ich mit Siena gebrannt ab. Mit einigen Strichen Gelb entstehen die Lichtreflexe. Danach male ich mit Gelb die Grundform der Blütenblätter. Mit dem Acrylics Katzenzungenpinsel entstehen die unterschiedlichen Formen wie von selbst. Damit das Gelb so richtig kräftig leuchtet, mische ich ein wenig Titanweiß bei. Dadurch wird es leicht deckend, ohne seine Leuchtkraft zu verlieren. Mit Cadmium Orange male ich die ersten Hell-Dunkel-Effekte in die Blütenblätter und erhalte so eine plastischere Form. Das Innere der Blüte dunkle ich mit Siena gebrannt ab. Mit ein wenig Petalogrün wird sie noch dunkler. Die Farbe wird mit dem Acrylics Katzenzungenpinsel in kurzen Strichen aufgetragen. Mit einigen Strichen Titanweiß werden die Lichtpunkte gesetzt. Mit Weiß und Orange gestalte ich die Hell-Dunkel-Effekte in den Blüten. Wie Sie hier sehen können, ist die Farbe noch etwas feucht und dadurch verschmelzen die Farbtöne zu weichen Übergängen. Achten Sie beim Nachmalen darauf und verwenden Sie diesen Effekt auch bei Ihrer Bildgestaltung. Die Blüte links male ich in der gleichen Vorgehensweise.
Die Farbe wird auch hier ohne Rücksicht auf etwaige Details spontan aufgetragen. Für die Blätter und Stängel benötige ich ein helles Grün. Dazu mische ich Petalogrün, Gelb und ein wenig Weiß zusammen. Diese Mischung ergibt ein leuchtendes Grasgrün, das mein Grundton für die Blätter und die Stängel gibt. Die Lichtspiegelungen auf den Blättern werden mit Gelb und Weiß eingesetzt. Nachdem die Blüten fast vollendet sind, widme ich mich nochmals dem Hintergrund. Dieser erhält durch hellere Blau- und Rottöne weitere Farbakzente. Anschließend nehme ich den Acrylix Rundpinsel und male mit Schwarz die Schatten in das Innere der Blüte. Mit Weiß und Orange helle ich die Blütenblätter weiter auf und schaffe mit wenigen Pinselstrichen eine organische Struktur. Mit Ultramarinblau werden im unteren Bildbereich die Blütenblätter vom Hintergrund abgehoben und noch einige wenige Schattenreflexe hinzugefügt. Solche Feinkorrekturen sind wichtig, damit das Motiv abgerundet wird.